Ja, hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks. Ja, herzlich willkommen zu meinem Geburtstagsupdate, ja. Ich habe sehr, sehr viele Geschenke bekommen von meinen lieben, geschätzten Kollegen und Freunden, ja, und Familie, bla bla bla. Und das, was in, ja, quasi in dieser Sparte fällt, ja, wofür ich ja in meinem Kanal stehe, bla bla bla. Das möchte ich euch natürlich gerne jetzt hier präsentieren. Und naja, ich habe versucht, das alles ein bisschen kreativ zu gestalten. Es sind natürlich Filmfehler drin, ja, aber ich glaube, das macht es gerade so ein bisschen sympathisch. Und ja, liegt daran, da natürlich nicht alle Pakete an einem Tag gekommen sind und so weiter und so fort. Deswegen muss ich das an verschiedenen Tagen drehen. Deswegen kam halt diese Filmfehler zustande, ja. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß und ja, ich sag einfach mal, lasst die Show beginnen. Viel Spaß. Happy Birthday, du Altenheim-Schlampe. Aua. Danke, Timo. So. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, es ist nichts dran. außer mir. Nee, ich bin echt mal gespannt. Also an dieser Stelle nochmal, Timo, vielen lieben Dank. Und ja, ich bin echt mal gespannt. So, Moment. Da ist die Adresse. Die kommt nach hinten rum. Und auch wieder herzallerliebst eingepackt, ja. So. Krieg's kaum raus. Na, ich stelle mich ein bisschen doof an, ich weiß. Ah, komm, machen wir so rum. Plom. Leer, das ist nur Verpackung. Okay, und hier haben wir ein wunderschön eingepacktes Geschenk mit irgendwelchen Monstern und Luftballons. Ja, Monsterparty, wenn man so will. Ich bin mal gespannt, wa? Ich mach mal auf. Und es ist drin eine Wutbox. Wut. Nein, nicht so eine. Aber ich finde die Kartons ja total geil, ne, von dieser Firma. Hier so ein Monster am Wandschrank. cooles Karton, ja. So, auf hier Schnitte. Reicht das? Kann man das jetzt so aufmachen? Okay, fangen wir mal wieder an mit unserem Währungsmittel Mamba Cola und Friends. Geil. Dahin dann Mamba irgendwas. Früchte halt. Und Mamba Paradise. Apfel, Kiwi, Ananas, Kokos. Pfirsich, Maracuja. Maracuja. Alter. Haribo Goldbeeren. Maxi-Pack. So, und dann haben wir hier ganz viel eingepackt. Ich nehme einfach mal das, was mir als erstes entgegenkommt, in die Hand. Ganz liebevoll eingepackt. Das hast du mit deinen fetten Wichsgriffeln gemacht. Das glaube ich ja fast gar nicht. Da war doch hier dein Schwesterherz, ne, mit den zarten Fingerchen dran, oder? Ha? Schauen wir mal. Wow, 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 wow. Irgendwas von der Eastern Edition. Hard Game. Geil. The Return of the Good of Gambles. Cool. Habe ich nicht. Perfekto. Ist das hier mit Chow Yun Fat? Genau, ich wollte gerade sagen, der kommt mir ein bisschen bekannt vor. Auch wenn er die Augen zu hat, erkenne ich
den Asiaten an seiner Nasenspitze. Hard Game. Sehr geil. Vielen Dank. Cool, cool. Nicht schlecht. Tada. Da. Ne. Ist das geil. Da hast du aber gut aufgepasst. Cool. Und zwar, ja, gehört, ist das eigentlich auch noch ein Troma-Film, ja? Es gab ja mal diese Troma Collection Series oder wie das heißt. Da habe ich ja auch schon mal ein paar Mal drüber erzählt, wo die nachher ein paar Nummern ausgelassen haben und dann war das auch so vom Design her gar nicht mehr einheitlich. Aber dieser Film gehört auch noch dazu. Und der hier ist mit Carmen Electra Raven Warrior. Ja, die Auserwählte. Natürlich trashig bis zum geht nicht mehr. Kenne ich aber halt noch gar nicht, außer so vom Trailer her. Und der gehört halt noch eigentlich mit dazu in dieser Reihe, ja. Und jetzt habe ich ihn. Geil. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Weiter geht's. Geil. Und der nächste aus dieser Reihe. Mega geil. Auch aus dieser Troma-Reihe. Den kenne ich auch noch gar nicht. Oh, okay. Hier steht Spezialeffekte KMB Effects Group, die zum Beispiel Ghost of Mars, Scream und From Dusk Till Dawn gemacht haben. Dr. Hackenstein. Mega geil. Jetzt habe ich sie, ich habe sie jetzt, glaube ich, fast alle. Aber die wichtigsten habe ich auf jeden Fall schon mal. Das ist ja geil. Genau, Troma Collectors Edition. Ach, die hat ja eine Nummer. Die nicht. Ah, hier, die 26. Aha. Geil. Er will seine Frau zurück um jeden Preis. Geil. Hier steht noch, unterhaltsam, witzig und eine Bereicherung für das Genre. Inhaltlich stark an Stuart Gordons Reanimator angelehnt. Spart auch Richard Clarke nicht mit blutigen Schockeffekten. Das ist der Regisseur. Geil. Und dann haben wir hier noch als erstmal noch Goldschatz. Ah, ist das eine versteckte Botschaft? Naja, auf jeden Fall haben wir hier noch was. Es wirkt ein bisschen flauschig. Nee. Alter, du bist doch behindert. Nicht dein Ernst. Alter, hammergeil. Ich hoffe, du hast nicht so viel bezahlt, ey. Hammergeil. Ich bin ja gerade dabei, bla bla bla, immer dasselbe, ne? Turbo-Kit zu sammeln, alles Mögliche. Und diese Edition hat mir natürlich noch gefehlt von, wie heißen sie? Stilarchiv, glaube ich, ist das. Hammergeil. Hammergeil. Und OVP. Ich bin kein OVP-Sammler, aber die Sachen, weil hier ist sowieso nur
Da ist zwar ein Büchlein drin, was interessant sein könnte, aber hier ist sowieso nur, obwohl die Stilarchiv heißen, ist hier nur eine MRA drin. Das ist halt ein reines Dekostück so, ja. Und ja, damals habe ich das irgendwie nicht so mitbekommen. Ich habe es schon mitbekommen. Ich habe mir halt so Unboxing-Videos angesehen und das sah halt irgendwie so ein bisschen, das sah so selbstgemacht alles aus. Aber jetzt so, ich habe ja jetzt beide Editionen und es sieht sehr, sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Boah, ich war nämlich, ich habe nämlich auch was bei eBay gesehen, das habe ich auf der Beobachtungsliste, habe aber keine Kohle mehr gehabt. Und dann dachte ich mir so, komm, wenn du wieder ein bisschen flüssiger bist, dann holst du dir das. Das war Hammer. Hammergeil. Vielen lieben Dank. Du bist doch bescheuert, ey. Du hast mir hast aufgepasst einfach. Richtig geil. Mega gut. Gerade diese Troma-Sachen und das sind echt, da bin ich noch so richtig hinterher, weil ich das vollständig haben will. Und nee, das ist nur der Boden, ne? Ja, das reicht ja auch, um Himmels Willen. Nee, und das sind so Sachen, die, ja, einfach nur top. Jetzt fehlt mir nur noch eine große Hardbox und dann habe ich, glaube ich, alles. Alles, was deutsch ist von Turbo Kid. Ja, tatsächlich. Hammergeil. Timo, Küsschen aufs Nüsschen, ja. Ich hoffe, es kribbelt. Du hast einen alten Mann sehr, sehr glücklich gemacht. So, ich lasse mal hier das Messi-Team antanzen und wir sehen uns gleich beim nächsten Mal. Also ich muss ja noch mehr auspacken. Da kommt gleich wieder was angeflogen. Tschüss. Hi Olli, du alter Sack. Jetzt bist du 40, das kriegst du noch mehr graue Haare. Kriegst aber trotzdem was von mir. Fang auf. Oh, wow, auf jeden Fall, danke Marcel, ja, so YouTube-Worfen-Jung. Ja, schauen wir mal direkt rein, was der gute Marcel mir hier reingepackt hat. Er meinte, ja, ist nur eine Kleinigkeit, aber wie gesagt, ich habe da nichts erwartet und von daher freue ich mich da definitiv. Ich bin so doof. Ich zeige immer hier die Adresse. So. Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So. Dann einmal der goldene Umschlag, ja. Mit dem monatlichen Bestechungsgeld. Happy Birthday to you mit Lenticular. Hammergeil. Have a great time. Hallo Olli, alles Gute zum Geburtstag, bleib gesund und munter. Beste Grüße, Marcel. Mega, vielen Dank. So. Yay. Nee, dürfte man eigentlich nicht sehen. So, da haben wir hier einmal Fritz Kirsche, sehr, sehr geil. Frit Strawberry, also Erdbeer. Auch sehr, sehr geil. Erdnussriegel Knoppers, die sind auch richtig lecker. Und Twix. Für mich ist das ja immer noch Riders. Ne? Sehr gut. Habe ich was zum Schnabulieren und ne, der Winter kommt. So, dann mache ich das hier mal auf. Guck mal. Mit Liebe eingepackt. So. Ach, wie cool ist das denn? Wie heißen die denn? Action Vinyls? Heißen die so? Anscheinend, ne? So ein Mini-Ram-Man, der ist ja geil. Mega. Die habe ich auch mal so in der Gruppe gesehen, dass es die
so zu kaufen gibt. Aber sieht gut aus. Geil, danke, danke. So, und dann haben wir hier auch noch mal was. Hier ist auch noch mal was, auch wunderschön eingepackt, ja, mit bunten Luftballons. Oh, eine Funko Pop. Eine Funko Pop. Ach, wie cool. Pennywise Meltdown, genau, wo der so am Wegschmelzen ist quasi. Pennywise without Make-up. Nee, da hast du dir was Gutes ausgesucht. Der sieht geil aus. Der gefällt mich. Mega gut. Hammer. Den packe ich aus und der kommt zu dem anderen Pennywise. Ich habe ja mal damals auf dem Kanal von Multimedia Room, genau, da habe ich mal eine Pennywise Funko Pop gewonnen und den stelle ich jetzt einfach daneben, ja, hammer gut. Pennywise geht immer, egal ob alt oder neu, mir gefällt beides. Marcel, du sagst, das ist nichts Großes, ich finde das hammer geil. Getroffen. Vielen, vielen Dank und ja, ich würde sagen, es geht jetzt weiter. Alles Gute zum 40. Du alter Mann, hier ist dein Geschenk. Pass dich an! Toll. Jetzt habe ich hier einen Hufabdruck. So. Schauen wir mal, gell? Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll, weil ich habe mal wieder nicht die Adresse abgeklebt. Ja, mein Standardsatz. Ich muss das mal ein bisschen unter der Kamera machen, ja? So. Und der gute Filmhengst. Ja, der hat mich schon quasi ein bisschen, der hat mich schon ein bisschen vorgewarnt, möchte ich mal ganz kurz sagen. Es wäre ein Stückchen von ihm mit drin, ja. Schauen wir mal, was der gute Benny mir da reingetan hat, ja. An dieser Stelle schon mal egal, was es ist, ja. Mein Gott, vielen lieben Dank. So, das ist jetzt schon mal weggedrückt. So sieht's aus. Und schauen wir mal, was wir hier haben. Das wird dein Markenzeichen. Das wird dein... Ist das hier auch noch was? Es hat mein Bein berührt. Nee, das ist ein leeres Blatt. Boah, guck mal, das geht schon. Okay, Moment. Hallo Olli, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Bleib so, wie du bist. Liebe Grüße, dein Hengst. Guck mal. Moment. Guck mal, wenn das so hin und her schwappt. Vielen lieben Dank, Benny. Ja. So. Wie kommst du denn auf sowas? Mr. Noodles, ja. Eine Runde Nudeln. Es kann mal lecker sein, ja. Special Chicken Flavor. Aber ohne Scheiß, ich finde die Dinger voll lecker. Ich weiß leider nicht mehr. Ich glaube, es war damals vom Pennymarkt oder so. Die hatten die auch und da war immer so ein Tütchen scharf mit bei. Und das war richtig geil, ey. Hat immer schön zweimal gebrannt, ne? Mal gucken, vielleicht hat das ja was mit den Geschenken da drin zu tun, vielleicht irgendwas Asiatisches, ich habe keine Ahnung, schauen wir mal.
So, da haben wir erstmal hier auch wunderschön eingepackt. Mensch, ihr seid ja mit euren Wurstfingern sehr filigran, muss ich sagen, ja. Nein. Ich hatte recht. Alter, bist du deppert. Hammer. Krieg ich direkt Gänsehaut. Hammergeil, du bist doch bescheuert, Junge. Mutant Girls Squad. Hammergeil, in dieser 3-Disc Limited Collector's Edition, genau, die gab es vorher, also diesen Film gab es vorher nur so und später war der dann doch FSK 18 ungekürzt und kam auch ja nochmal auf DVD und Blu-ray raus. Die Standard Blu-ray, die kann jetzt hiermit weg, das ist, da muss ich natürlich das hier nehmen, weil die Asiaten im Mediabook ist natürlich top. Hammergeil. Da freue ich mich, ey. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den immer noch nicht gesehen, ja. Man muss da halt auch ein bisschen Bock drauf haben, ne? Ich meine, wie man allein schon hier vom Cover sieht, es ist sehr abgefahren, ja. Hammer. Dreimal... Was? Achso, japanische. Dreimal japanische Kultfilmemacher. Noboru Iguchi, der hat hier Robo Geisha gemacht. Oder The Machine Girl. Yoshihiro Nishimura, Tokyo Ghoul Police, Vampire Girls vs. Frankenstein Girl, genau. Und Sakaguchi, genau, versus und Samurai Zombies. Aber warum dreimal? Sind das drei Kurzfilme tatsächlich? Dreimal knallharte Action, dreimal atemberaubende Comedy und dreimal Splatter Extravaganza. Okay. Wie gesagt, ich habe leider immer noch nicht reingeguckt, aber jetzt wird es mal langsam Zeit, würde ich mal sagen. Hammergeil. Hammergeil. Ein ganz, ganz, ganz altes 8-Films-Mediabook. 2011. 2011. 10 Jahre alt. Puh, Alter. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Digipack gewesen. Weil ich habe es so auf... Entschuldigung. Ich habe es so auf der Börse gar nicht mehr rumliegen sehen. Hammergeil. Du bist bekloppt. Und noch was. Auch wieder wunderschön. Ihr seid alle so lieb zu mir. Ich kann es gar nicht fassen. Ach, cool. Cool. Boah, den habe ich einmal gesehen. Shout-Select. Sagt mir gar nichts. Den habe ich einmal gesehen. Hat mir auch... Also ich habe den als nicht schlecht in Erinnerung, aber ich habe keine Erinnerung mehr, um was es da genau ging. Auf jeden Fall der Cast. Bill Paxton als Motherfucking T. William Sadler und Ice Motherfucking Cube. In Trepa. Nein, Trespass natürlich. Hier in der Blu-ray-Variante. Richtig cool. Action-Profi Walter Hill natürlich. Ja, der nur 48 Stunden, Last Man Standing, The Warriors, Stand hinter der Kamera, bla bla bla. Temporeiches quasi Remake des Kultklassikers. Der Schatz der Sierra Madre, okay. Cool. Hammer. Falsche Zeit, falscher Ort. Trespass. Hammergeil. Mega. Da freue ich mich. Wie gesagt, den hatte ich damals, boah, also nicht als Original-VHS, sondern irgendwie, ich weiß nicht, vom Fernsehen oder so aufgenommen. Und da weiß ich noch nicht mal, ob der ungekürzt war. Damit hatte ich mich damals noch nicht so beschäftigt. Aber Hammer. Vielen lieben Dank. Benni, du hast gesagt, auch eine Kleinigkeit, aber für mich ist das der absolute Hammer, ja. Hat genau den Geschmack getroffen, ne? Du weißt, ihr wisst, ich liebe diese asiatischen Quatschfilme. Hammergeil. Auch für dich, Küsschen aufs Nüsschen, ja. Vielen lieben Dank und
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dann. Ich schmeiß dir gleich was anderes an den Kopf. Jetzt pack aus die Pisse. Das ist ja gut. Also vom Patrick habe ich folgende Sachen bekommen. Ja, der hat nämlich sehr, sehr übertrieben. Als allererstes vielen Dank dafür. Nein, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mit dem alten Sack kann man das ja machen, ne? So, dann hatte er bei sich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, aussortiert und hat mir noch ein paar Entschuldigung, Masters of the Universe Fotos quasi, ups, zukommen lassen. Ja, die er bei sich nicht mehr benötigt. Und da muss ich natürlich mal gucken, wie ich das bei mir präsentiere, weil die Motive, die sind natürlich schon sehr, sehr geil. Ja, da hat er sich auf jeden Fall was Cooles. Ups, da fehlte noch was. Was Cooles ausdrucken lassen. Ja, und als letztes haben wir hier noch den Land Shark, auch ein sehr, sehr geiles Motiv. Da bin ich auch mal auf das Fahrzeug gespannt. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal froh drüber, dass ich jetzt auch mal sowas habe. Und wie gesagt, da muss ich auf jeden Fall noch gucken, wie ich das verwende. Wie gesagt, bei mir wird nämlich auch der Platz langsam ein bisschen rar. So, und als wäre es das nicht noch genug gewesen. Entschuldigung. Gab es noch eine Tila? Ja. Aus der Origins-Reihe. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ich war immer erst so ein bisschen skeptisch wegen den ganzen Gelenken und so weiter. Aber man kann die so geil positionieren. Das macht richtig Spaß. Und die hatte ich auch als kleiner Bub. Ja. Auf jeden Fall richtig cool. Und als wäre das nicht auch noch genug, hat er echt den Obervogel abgeschossen. Ja, der Vogel. Und hat mir hier den Sky Sled mitsamt Prinz Adam auch noch ins Paket getan. Oh, Entschuldigung. Und ja, natürlich darf ja auch das Schwert nicht fehlen, ne? Ist klar. Was leider nicht so wirklich irgendwie in die Hände passt, weil der Griff so ein bisschen dick ist. Ich muss das vielleicht später nochmal probieren. Aber das ist schon sehr, sehr cool. Und ja, du bist echt ein verrückter Hammel, ja. Und also das, der ist auch so mächtig, ja. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, ist ja auch der Sky Sled das vordere Teil von dem Battle Ram. Und dann muss der Battle Ram ja so ein Brocken sein, ja. Da bin ich auch mal gespannt, wenn der rauskommt. Das wäre echt der Oberhammer. Man kann auch hier den Kopf und die, ja, diese Bemalung hier quasi austauschen. Das lasse ich aber so, da das alles teilweise sehr, ja, es ist halt alles aus Plastik und so, ne. Und da will ich nicht so oft dran rumfummeln. Ich lasse das erstmal so. Es gibt ja auch viele, die haben sich den zweimal geholt, verkaufen dann den Prinz Adam einzeln und machen dann da diese böse Variante drauf und stellen sich das dahin. Natürlich auch eine Idee, aber ich bin erstmal damit zufrieden. Ja, wie gesagt, der absolute Oberhammer. Und an dieser Stelle, Patrick, ja, er hatte mich nämlich gefragt, und hast schon ausgepackt? Ich so, nee, kam noch nicht dazu, bla bla. Naja, dann habe ich halt diese Nachricht bekommen, komm, pack aus. Und ja, deswegen ist es halt jetzt schon ausgepackt. Aber trotzdem habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Vielen lieben Dank und weiter geht's. Ja, Olli, du alter Sack. Ich habe hier noch was für dich. Oh. Danke, Mike, ist angekommen. Ja, wie ihr ja eben in einem Spieler gesehen habt, ein Päckchen von Mike.
Der Mike hatte nämlich was in der in unserer fucking Freaks-Gruppe gepostet. Hier, wer will das haben? Ja, und der gierige alte Mann hat natürlich hier mit hier am lautesten geschrien. Und von daher weiß ich von einer Sache, was drin ist. Aber er meinte gleichzeitig, ich hau dir direkt noch was rein für deinen Geburtstag. Ja? An dieser Stelle vielen lieben Dank. Natürlich, so professionell wie ich bin, habe ich die Adresse nicht abgeklebt. So, aber guck mal, so geht's. So geht's. Das schauen wir mal, gell? Also Mike, nochmal an dieser Stelle vielen lieben Dank. So. Ich nehme an, dass es hier drin ist. Ja. Machen wir erstmal das, was ich meine zu kennen. Ah ja, prima. Und zwar, das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nur auf so einer bestimmten Convention 2015 oder so zu erwerben. Boah, richtig geil. Und zwar haben wir hier Fortress of Mystery and Power. Ja, es zieht sich wie ein roter Faden. Und zwar die... Ja, so eine Blaupause von Castle Grayskull. Richtig geil. Muss ich euch mal zeigen. Ja, ich kann ja mal einmal so rumgehen. So und so. Ja, richtig cool. Auf jeden Fall hat das auch hier irgendwie was mit den Classics zu tun. Oder die Karte war bei der Burg dabei. Kann das eventuell auch sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist das Ding, worum es geht. Ja, das findet definitiv einen Platz bei mir. Das wird schön eingerahmt und aufgehängt. Und ja, auf jeden Fall dafür schon mal vielen lieben Dank. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Typ da, der olle Typ, ja, dann noch so reingetan hat. Hier muss ich vorsichtig sein, hier stehen Sachen drauf, die dürft ihr nicht sehen. Schauen wir mal, hier sind auf jeden Fall zwei Filme drin, ja, das sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich ziehe mal eins raus, ja. Ach du Scheiße. Okay, Robin Williams, Hinter dem Horizont. Hinter dem Horizont, immer weiter. Das Ende ist nur der Anfang. Habe ich noch nie gehört. Entschuldigung. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich muss es ein bisschen schräg halten, sonst blendet das zu sehr. Wenn ihr den kennt, könnt ihr mir gerne mal was dazu in die Kommentare schreiben. So, und dann haben wir noch... Ach, wie cool. Den habe ich noch nicht und den kenne ich auch noch nicht. Blitz. Cop-Killer versus Killer-Cop. Ja, ich gehe mal stark davon aus, irgendeiner ist ein Cop-Killer und irgendeiner ist ein Killer-Cop und die versuchen sich gegenseitig zu finden und zu töten, ja. Und cool. Cool, cool, den habe ich total vergessen. Blitz. Mhm. Paddy Considine und Aiden Gillen. Kenne ich beide nicht. Was hat denn der für eine Freigabe? Oh, ab 18, ja. Bin ich mal gespannt. Ist ja auch schon was älter, ne, das Ding. 2011. Krass. Da bin ich mal gespannt. Wenn er mir gefällt, dann werde ich den auf jeden Fall mal upgraden. Cool. Also, noch zusätzlich gab es einmal
Hinter dem Horizont. Und, ja, der Blitz, der hinter dem Horizont, ne? Und so. Ja, mein lieber Mike, vielen, vielen Dank dafür. Und, ja, mal schauen, wie das Video so weitergeht. Ich weiß es nämlich selber noch nicht. Also, bis dann. Und natürlich habe ich noch was von meinem lecker Mäuschen geschenkt gekriegt, ja. Aber das ist so groß und gewaltig. Das blende ich euch jetzt ein und ja, sag da einfach mal ein paar Sachen zu. Also an dieser Stelle viel Spaß beim Gucken, viel Spaß bei der Nostalgie und es zieht sich wie ein roter Faden, ich weiß, aber trotzdem viel Spaß. Und wie ihr hier sehen könnt, mein Schätzekind hat sich richtig geil ins Zeug gelegt. Ja, ich habe hier die Original Castle Grayskull bekommen in einem super Zustand, ja, wo nichts abgeblättert ist. Von den Farben her, es ist nichts abgebrochen und so weiter und so fort. Ja, die ist in einem richtig sehr, sehr guten Zustand. Sie ist nicht 100% vollständig, ja. Gerade so bei dem Waffenständer fehlen so zwei Waffen. Und eine Etage von so einem Aussichtsturm ist nicht da. Aber das sind Sachen, die kann man alles nach und nach holen. Und als wäre es nicht noch genug, ja, ihr habt es eben kurz gesehen, die Shadow Weaver, ja, gab es auch noch dabei. Und hier die Falltür-Funktion funktioniert quasi, ja. Und ja, der Verkäufer hat dann auch noch einen Mechaneck dabei gelegt. Da sind die Beine ein bisschen locker, aber das kann man ja auch beheben. Und dann gab es dazu noch von meinen Schwiegereltern die Repro-Aufkleber, ja. Auch richtig cool, die waren nämlich bei der Burg ja, teilweise nicht mehr vorhanden. Und ja, hier seht ihr auch nochmal die Shadow Weaver aus der Super 7 Serie. Hammergeil. Also ich bin platt für dieses Jahr, ja. Ich war anscheinend sehr, sehr artig. Ja, ich hoffe, ich konnte das einigermaßen gut für euch einfangen. Und der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. An dieser Stelle, mein Schatz, wenn du das siehst. Auch ein Küsschen aufs Nüsschen. ja. Auf jeden Fall hammergeil und ich werde es versuchen, so cool wie möglich zu präsentieren, wobei ich mir noch nicht sicher bin, welche Seite ich nehme. Die Vorderseite der Burg, die Innenseite der Burg, es ist einfach beides mega geil. Und ja, wenn ihr vielleicht selber im Besitz dieser Castle Grayskull seid und ihr habt die präsentiert, könnt ihr mir ja gerne sagen, wie ihr das gemacht habt oder ihr kennt vielleicht andere Videos. Dann haut einfach mal die Links in die Kommentare und dann schaue ich mir das gerne mal an. Bei sowas fehlt mir immer ein bisschen die Kreativität. Ja? Ich bin nicht so der Modelliertyp, aber egal. An dieser Stelle nochmal danke, mein Schatz. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt, ja doch, wir müssen jetzt am Ende des Videos angekommen sein. Wie gesagt, ich habe alles durcheinander geschnitten. Ja, nochmal vielen lieben Dank an euch alle und ja, dann würde ich sagen, ich probiere mal die nächsten 40, ja. Dann werde ich hier immer noch sitzen und euch altes Spielzeug aus meiner Kindheit präsentieren. Also danke fürs Einschalten und mach's gut. Bis demnächst. Euer Movie Picker. Au revoir.